Der Brexit. Ein mögliches Amtsenthebungsverfahren in den USA. Und über Iran müssen wir auch noch sprechen. Wir haben also viel vor im Tagesgespräch mit dem außenpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion von CDU und CSU, Jürgen Hart. Schönen guten Tag, Herr Hart. Guten Morgen, Herr Bauer. Herr Hart, sprechen wir erstmal über das Aktuellste am Morgen, also das Aktuelle aus den USA. Es droht ein Amtsenthebungsverfahren für Donald Trump. Wie wahrscheinlich ist das aus Ihrer Sicht? Die Demokraten könnten eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus organisieren, die quasi eine Anklageschrift gegen den Präsidenten für ein solches Impeachment aufsetzt. Dann muss aber der Senat, in dem die Republikaner eine klare Mehrheit haben und wo es auch ein entsprechendes Quorum gibt, was erfüllt sein muss, tatsächlich den Präsidenten des Amtes entheben. Letzteres halte ich für relativ unwahrscheinlich, weil dann viele republikanische Senatoren auch auf die Seite der Demokraten wechseln müssten in dieser Frage. Und davon sind wir in Amerika, glaube ich, weit entfernt. Wir sind ja noch in den Voruntersuchungen. Glauben Sie denn, dass überhaupt dieses Amtsenthebungsverfahren durch die Demokraten eingebracht wird? Ich glaube, dass es den Demokraten in erster Linie darum geht, die Dinge auf den Tisch zu legen und öffentlich zu machen, die sie beschweren. Es ist natürlich wieder ein weiterer Vorgang, der Stirnrunzeln nicht nur in Amerika, sondern auch darüber hinaus auslöst. Und ein solches Verfahren einzuleiten bedeutet eben auch die notwendige Öffentlichkeit für diese Themen. Und ich glaube, das steht im Vordergrund. Und ob dann tatsächlich hinterher eine veritable Anklageschrift gegen den Präsidenten daraus wirft, die ihm ein schweres Vergehen vorwirft, was ja Voraussetzung für ein Impeachment-Verfahren ist, das wird sich dann in den nächsten Wochen zeigen. Jetzt ist der Scheinwerfer auf dieses Thema und die Demokraten haben damit einen Punkt gesetzt. Stirnrunzeln, haben Sie gesagt. Die Trump-Regierung will ja heute eine Abschrift des Telefonats mit dem ukrainischen Präsidenten veröffentlichen. Wenn Trump wirklich auf Ermittlungen gegen den Sohn seines möglichen demokratischen Herausforderers Joe Biden gedrungen hat, ist das Machtmissbrauch aus Ihrer Sicht so, wie es die Demokraten bezeichnen? Der amerikanische Präsident hat in Amerika weit gefächerte Machtbefugnisse. Es ist auch ein inneramerikanisches Thema. Ich glaube, dass zum jetzigen Zeitpunkt eine Bewertung unsererseits nicht möglich ist. Stirnrunzeln insofern, als dass das wiederum aus unserer Sicht die amerikanische Innenpolitik mit einem Thema befasst, das eben nicht Frieden in der Welt bedeutet, das nicht neue Anstrengungen für eine gute Handelsordnung bedeutet, sondern eine inneramerikanische Nabelschau. Und es ist schade, dass in Amerika die Politik sich im Wesentlichen um solche Fragen leider dreht zurzeit und nicht über die anderen drängenden Fragen, die auf der Tagesordnung sind. Bleiben wir ein bisschen näher, Herr Hart. Lassen Sie uns auf das Vereinigte Königreich schauen. Das höchste britische Gericht hat also die parlamentarische Zwangspause dort für rechtswidrig erachtet. Was heißt das aus Ihrer Sicht für den Brexit? Zunächst einmal müssen wir feststellen, wenn niemand etwas tut in Großbritannien, wird der Brexit am 31. Oktober stattfinden, und zwar ohne Vertrag. Der Prozess läuft, das Datum steht fest, die Uhr tickt. Das heißt, es muss entweder die Regierung oder das Parlament in irgendeiner Weise eine Initiative ergreifen, um das zum Stillstand zu bringen. Entweder einen Vertrag mit Brüssel vereinbaren, der im Unterhaus eine Mehrheit findet und der dann Grundlage des Austritts wird am 31. Oktober, oder aber eine zeitliche Verlängerung erreichen oder gar den Rückzug des Antrags, vielleicht mit der Maßgabe, ihn eines Tages wieder neu zu stellen. Das sind die drei Optionen. Aber solange Boris Johnson keine dieser drei Optionen aktiviert, läuft alles auf den 31. Oktober. Und deswegen glaube ich, dass das Unterhaus, wenn es das unbedingt verhindern will, letztlich die Amtsenthebung des Premierministers betreiben muss und einen Premierminister installieren muss, der für diesen Weg steht, also der den No-Deal-Brexit verhindert, so wie das Parlament es ja beschlossen hat. Und das ist eine schwierige Frage, denn es müssten dann die drei Oppositionsführer zur Königin gehen und sagen, Herr X oder Frau Y hat eine Mehrheit, aber dein Premierminister nicht. Und dann müsste die Königin sich entscheiden, den zum Premierminister zu ernennen. Das ist ein ziemlich beispielloser Vorgang in der 370-jährigen Geschichte des britischen Parlamentarismus. Und deswegen ist das, was heute im Unterhaus passiert und in den nächsten Tagen in London, vermutlich die spannendste politische Veranstaltung, die wir in diesen Tagen haben. Sie haben Boris Johnson angesprochen. Sollte Boris Johnson zurücktreten aus Ihrer Sicht? Er wollte unbedingt Premierminister sein. Das war die gesamte Operation, auch sich auf die Seite der Brexit-Befürworter zu stellen vor 3 Jahren.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das Amt aus eigener Kraft abgibt. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er riskiert, entlassen zu werden. Deswegen ist meine These, dass vielleicht sogar er selbst eines Tages im Laufe des Oktober hingeht und sagt, ich ziehe den Antrag zurück. Bei mir, Boris Johnson, könnt ihr sicher sein, dass ich den Antrag auf Austritt wieder neu stelle und dass ich dann einen besseren Vertrag, einen guten Vertrag aus seiner Sicht gegenüber dem bisherigen Vertrag aushandle. Aber jetzt müssen wir erst einmal den Antrag zurückziehen, damit wir die Zeit gewinnen, um uns neu zu sortieren, um Neuwahlen zu machen und einen neuen Vertrag zu verhandeln. Das halte ich für ein mögliches Szenario. Das wäre im Übrigen auch mein Ratschlag an Boris Johnson. Bin natürlich nicht sicher, ob er sich dieser Position anschließt. Aber das halte ich für eine Möglichkeit, wo der komplette Konflikt mit dem Parlament vermieden wird und gleichzeitig Boris Johnson im Amt bleiben kann. Und das ist sein Interesse. Herr Hart, wir werden sehen, ob Boris Johnson auf Sie hört zum Abschluss dieses Tagesgesprächs. Doch noch eine wichtige Frage. Am Anfang dieser Woche haben Deutschland, Großbritannien und Frankreich sich den USA angeschlossen in der Wahrnehmung, dass der Angriff auf saudi-arabische Ölanlagen von Iran auskam. Sie haben gute Beziehungen zu der Bundeskanzlerin, ebenfalls aus Ihrer Partei. Worauf fußen diese Informationen der Bundesregierung, dass also Iran hinter diesen Angriffen steckt? Es gibt seit Anfang an eine Reihe von Indizien. Die Einschätzung auf deutscher Seite ist und wohl auch auf britischer und französischer Seite ist, dass die Houthis, also die Rebellen in Jemen, nicht in der Lage sind, einen solchen Angriff vorzunehmen. Und es gibt Kräfte in der Region, die das können. Das ist eben der Iran mit seinen regulären Streitkräften oder aber vom Iran gestützte und gesteuerte Kämpfer, vielleicht sogar im Süden des Irak. Also dass der Iran eine maßgebliche Rolle bei diesem Luftangriff führt, das sehen wir als gesichert an, auch nach den Gesprächen, die wir geführt haben, auch als CDU-CSU-Fraktion gestern in der Arbeitsgruppe Auswärtiges, die wir jetzt gleich im Auswärtigen Ausschuss sicherlich auch noch diskutieren werden. Welche Schlussfolgerungen daraus zu ziehen sind, das ist schwierig, denn wir müssen den Konflikt diplomatisch einhegen. Eine militärische Lösung ist nicht möglich. Ich glaube, der Weg führt tatsächlich über eine Friedenskonferenz zur Befriedung der Situation in Jemen, mit dem Ziel, auf diese Weise dann auch die Konfliktparteien der Region ein Stück dichter zusammenzubringen und sei es nur am Verhandlungstisch. Interessanter Vorschlag von Ihnen. Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion von CDU-CSU hier im Phoenix-Tagesgespräch. Vielen Dank Ihnen.